Familie, ihre Großeltern, hat ja zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch in Frankreich gelebt und dann das Weite gesucht sozusagen. Dann ist ihr Großvater aber allerdings für die Franzosen in den Krieg gezogen, oder was heißt allerdings, wenn man ihnen zuhört, auch verständlich. Und kurioserweise später hat er aber auch für die Deutschen gekämpft. Wie ist es dazu gekommen? Das ist die Story, dass eben nach der Erfahrung mit der ersten Internierung, 5 Jahre mit 4 Kindern, wollten meine Urgroßeltern ganz klar jegliche zweite Internierung vermeiden. Und sobald da halt der Krieg gedroht hat, hatten sie ja schon Lachau geerbt, dieses kleine Gut, das jetzt ein großes Hotel ist. Und verständlich, dass die gesagt haben, sie gehen, aber natürlich mit der Angst, was ist, wenn der Besitz dann annektiert wird? Das war ihr Lebenswerk, ja, das war Ende der 30er Jahre und die sind 1908 und 1898 dorthin, also seither haben die das aufgebaut. Deswegen ist bestimmt worden, dass einer der Söhne für Frankreich optieren muss und zum Militär gehen muss. Und das ging mit dem Ältesten nicht, aus Gründen, die auch im Buch stehen. Der Jüngste war zu jung und mein Großvater in der Mitte, den hat es getroffen. Dem hat es aber auch gepasst, weil der schon der Frankophilste war von allen. Also ich habe auch den Eindruck, da mögen jetzt die anderen widersprechen, aber mein Großvater war wirklich Zeit seines Lebens, hat er seinen Camembert geschält, hat er Rotwein zum Essen getrunken, hat er seine französischen Marotten. Die Zwiebelsuppe vermutlich. Alles, ja, also toll. Der war Franzose, der ist dort geboren, ist dort in die Schule gegangen, wurde dort sozialisiert, war dann beim Militär, hat seine Ausbildung dort gemacht, war beim Militär, hat an der Linie Maginot mitgebaut und ist dann auch eingezogen worden, natürlich als französischer Soldat, während die Großeltern mit dem ältesten Sohn und der jüngsten Tochter hier waren und der kleinere Sohn, also der kleinere Bruder von meinem Großvater in Dornbirn in die Schule gegangen ist. Also er war dort und der älteste Bruder von ihm, der ist in Vitry geblieben, hat die Stellung gehalten, um eben zu verhindern, dass dieses Gut annektiert wird, hat dann allerdings auch das Weite gesucht, 40, wie dann Frankreich überrollt worden ist. Also alles ganz verständlich, seine Familie, seine kleine junge Familie war ja auch in Schons. Und ja, es war die Zeit, wo mein Großvater dann halt wirklich in so einer Ouvrage, in seinem unterirdischen Bunker, unglaublich weitläufig und immer im Dunkeln und immer wie einen Scherer im Loch, hat er immer gesagt, also wie ein Maulwurf unter der Erde, im Krieg war als Soldat. Und als die Deutschen dann Frankreich überrollt haben, glaube ich, Juni 40 war das, da haben sie ihn natürlich gefangen genommen, wie die anderen Soldaten auch. Und da gibt es eine sehr drastische Geschichte aus dem Lager, aus dem Gefangenenlager. Und dann wurde er eines Tages an die Wand gestellt. Und da hat er sich halt nicht anders zu helfen gewusst, als in seinem geschliffenen Deutsch zu sagen: Hey Leute, ihr macht einen Fehler. Ich bin einer von euch, auch wenn ich die französische Uniform trage. Und ja, die kleine Verwirrung hat er dann dazu beigetragen, dass sie ihn rausgeholt haben, verschont haben, und da hat immer gesagt, und den haben sie mir laufen lassen. Und dann ist er, und die Geschichte, diese abenteuerliche Fluchtgeschichte, sagen wir jetzt einmal, er hat immer erzählt, er ist dann zu Fuß von der Gegend Saarbrücken bis nach Latschau gekommen, aber die Einzelheiten, die gibt es dann schon in Briefen, die ich da auch dokumentiert habe in dem Buch. Also das war für mich dann auch irgendwie so plastisch auf einmal und